Ich möchte zum Abschluss dieser kurzen Lesung von dem Begriff Rassismus ein bisschen weggehen und ihn auf Ressentiment erweitern. Es gibt nämlich auch Ressentiments, die nicht unbedingt mit sogenannten Rassen oder so zu tun haben, sondern vielleicht mit menschlichem Verhalten. Ich habe dazu mal ein Theaterstück geschrieben, das ein Theaterstück zum Vorlesen ist. Auch deswegen, weil man es nicht spielen kann, weil es viel zu kurz ist. Weil man nicht, ist mir gesagt worden, man kann nicht 20 Euro Eintritt für 3 Minuten verlangen. Da habe ich gesagt, aber wenn da alles gesagt ist in den 3 Minuten, wäre es doch eigentlich ein Segen für die Leute. Ja, trotzdem, dann zahlen sie es nicht. Egal. Ist ein Theaterstück zum Vorlesen daher, trägt den Titel Das Klima und die Personen sind Vater, Mutter und Sohn. Der Sohn ist 9 Jahre alt. Mutter. Jesus, ist das heute wieder eine Hitze? Vater, ja, warm ist schon. Mutter, nicht zum Aushalten ist es, da wird man ganz deppert. Vater, wieso soll das nicht zum Aushalten sein? Im Sommer ist halt warm. Mutter, aber so warm war es früher nicht. Vater, freilich war es früher auch warm. Warm ist es im Sommer schon immer, seit es überhaupt einen Sommer gibt. Mutter, jetzt ist aber gar kein Sommer mehr. Das liegt bloß an dieser Klimaverwandlung. Vater, das heißt Klimawandel und das gibt es bei uns gar nicht, sondern nur in Australien mit dem Ozonenloch. Mutter, die Frau Hirnweidel hat aber auch gesagt, dass es mit dem Klima immer schlimmer wird und dass wir bald ein Wetter haben wie in Ägypten. Vater, die Frau Hirnweidel kennt Ägypten höchstens aus ihrem Kreuzworträtsel. Dass es im Oktober einmal warm wird, hat nichts mit einem Klimawandel zu tun. Mutter, und wieso heißt es dann immer, dass die Leute von der Hitze inzwischen ganz narrisch werden? Vater, da braucht es keine Hitze, dass die Leute narrisch werden. Das wird man so und so, wenn man sich dauernd einen solchen Schmarrn anhört. Mutter, aber dann werden sie noch narrischer. Zum Beispiel haben sie erst gestern im Englischen Garten schon wieder einen Gliedvorzeiger verhaftet. Vater, einen was? Mutter, einen Gliedvorzeiger. Vater, das nennt man nicht mehr Gliedvorzeiger, das heißt jetzt Exhibitionist. Mutter, das versteht man aber nicht. Und da meint man am Ende, dass das irgendein Arzt ist. Und so jemand wie die Oma geht dann noch extra hin, weil sie nicht weiß, dass das ein Verbrecher ist. Vater, Exhibitionismus ist kein Verbrechen, sondern eine Krankheit, die sich mit dem entsprechenden Fachwissen heutzutage gut behandeln lässt. Mutter, der bräuchte bloß eine Hose anzuziehen, das wäre mir schon Behandlung genug. Vater, das kann er aber nicht, weil er die Krankheit hat. Die zwingt ihn dazu, dass er die Hose auszieht. Mutter, und wieso? Ich ziehe mich ja auch nicht nackig aus, bloß weil ich krank bin. Vater, du hast ja auch nicht den Exhibitionismus, sondern meinetwegen einen Katarrh. Da musst du auch niesen und kannst nichts dagegen tun. Das ist dasselbe, wie wenn der Exhibitionist seine Hose auszieht. Mutter, es ist doch wohl ein Unterschied, ob man niesen muss oder ob einer seine Hose auszieht und nackig vor die Kinder herumhüpft. Vater, freilich ist das ein Unterschied, Herrgott. Wenn du einmal zuhören tätest, anstatt immer gleich dagegen zu reden, dann könnte man dir auch einmal was erklären. Mutter, mir muss man gar nichts erklären. Du hast gerade gesagt, wenn einer seine Hose runterzieht, dann könnte er sich genauso gut schneuzen. Da frage ich mich schon, wer hier wem was erklären muss. Vater, ja Himmelarsch, das habe ich doch nie behauptet. Aber das Schneuzen ist genauso ein Symptom für eine bestimmte Krankheit wie das Hose herunterziehen. Mutter, aha, und wenn dann so ein Gliedvorzeiger vor unserem Buben die Hose herunterzieht und sagt, dass das bloß wegen dem Symptom ist, dann gibst du dich damit zufrieden. Vater, selbstverständlich nicht, aber dramatisieren braucht man sowas auch nicht. Schließlich ist da nichts zu sehen als wie ein menschliches Glied und unser Bub weiß sehr wohl, wie ein menschliches Glied ausschaut, weil er sowas jeden Tag beim Baden an der Isar sieht. Ganz zu schweigen von dem FKK-Urlaub damals in Kroatien. Da hast du dich auch nicht beschwert, dass da 500 Gliedvorzeiger herumlaufen. Mutter, das ist ja auch was anderes, wenn es alle tun. Vater, wieso soll das was anderes sein? Mutter, weil es dann nicht um irgendein Symptom geht, sondern bloß um das Baden. Vater, baden kann man auch mit einer Badehose. Mutter, aber nicht am FKK-Strand, da sind Badehosen nicht erlaubt. Vater, ob das erlaubt ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Jedenfalls ist es nichts Besonderes, wenn der Mensch einmal die Hose herunterzieht. Kinder zum Beispiel machen das generell. Mutter, unser Bub nicht. Vater, wieso soll ausgerechnet unser Bub nicht die Hose herunterziehen? Mutter, weil er anständig erzogen ist und sowas nicht macht. Vater, das können wir ja leicht herausfinden, indem wir ihn einfach fragen. Mutter, wenn du ihn fragst, sagt er natürlich ja, weil er dir immer nach dem Mund redet und alles tut, was du sagst. Und ich hab dann das Malheur, so wie letztes Mal im Biergarten, wo du gesagt hast, man kann einfach ins Gebüsch bieseln.
Vater, kann man ja auch. Mutter, nein, das ist verboten und kostet 10 Euro Strafe. Und seitdem bisselt der Bub überall hin, wo ein Busch ist, weil er immer macht, was du ihm sagst. Vater, der macht überhaupt nicht, was ich ihm sage. Der macht sogar meistens das Gegenteil von dem, was ich ihm sage, weil er die Trotzphase hat. Mutter, die hat er bloß bei mir. Aber wenn du ihm sagst, dass er die Hose herunterziehen soll, dann macht er das. Vater, das werden wir ja sehen. Hol ihn einmal her. Mutter, Bub. Bub aus dem Off. Na, Mutter, siehst, da geht's schon los. Wenn du ihn rufen tätest, dann tät er kommen. Vater, das tät er nicht, weil er wahrscheinlich für die Schule was vorbereiten muss und nicht weg kann, weil er sonst die Konzentration verliert. Dann gehen wir halt nüber. Sie gehen ins Zimmer des Buben. Mutter, musst wieder recht für die Schule was vorbereiten. Bub, ey, nein, neue Tracks downloaden, weil der Tor dann bloß ganz kurz open ist, ey. Vater, was soll denn das heißen? Wieso beschäftigt sich der mit Dreck anstatt mit seinem Schulzeug? Und wieso sagt er solche Sachen zu dir? Mutter, jetzt reg dich nicht auf, die müssen jetzt so reden von der Schule aus. Frag ihn lieber. Der Papa tät dich nämlich gerne mal was fragen. Vater, ja. Sag einmal, Sohn. Wie sage ich das jetzt am besten? Mutter, stell dich halt nicht so an. Der Papa wollte dich bloß fragen, ob du ab und zu mal deine Hose herunterziehst. Bub, hä? Mutter, wenn's recht warm ist zum Beispiel. Oder im englischen Garten. Bub, ey, bist du Spacko oder was? Vater, du gehst das vollkommen falsch an. So kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Sohn, zieh deine Hose runter. Bub, ey, ich glaub's nicht. Vater, da gibt es nichts zu glauben. Hose runter. Mutter, zwingen darfst ihn aber nicht, sonst wird er traumisiert. Vater, der wird gar nicht so lange nicht die Hose runterzieht. Los jetzt. Bub, ey, boah, der Alte ist ja voll abgedreht. Er läuft aus dem Zimmer. Vater, sofort bleibst du da. Auf der Stelle bleibt er da. Mutter, siehst, jetzt hast du ihn erschreckt. Jetzt tut er gar nicht mehr, was man ihm sagt. Vater, genau das habe ich doch gleich gesagt. Mutter, aber wenn's mich fragst, glaube ich trotzdem, dass das von der Hitze kommt. Dankeschön.